Ja, Play 17 ist ganz fantastisch. Wir haben ganz viele Besucher und Besucherinnen und die Ausstellung läuft und das ist alles sehr schön. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Schwerpunkt, den ihr dieses Jahr gesetzt habt. Ja, das Play Creative Gaming Festival wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Und aus dem Grund haben wir das wunderbare Festival-Motto The Time is Now gewählt. Und das zieht sich durch alle unsere Programmpunkte durch. Und hier in der Ausstellung kann man ganz gut beobachten, wie sich das im spielerischen Kontext niederschlägt. Und zwar haben wir verschiedene Exponate zum Thema, wie sieht denn Zeit als Spielmechanik aus, wie sind zeitkritische Elemente in Spielen und auch wie werden alte Klassiker neu gedacht. Zum dritten Mal verleihen wir in diesem Jahr auch den Creative Gaming Award. Der wird in 2 Kategorien ausgeschrieben, und zwar Most Innovative Newcomer Game und Most Creative Game. Da hatten wir auch in diesem Jahr wieder ganz tolle Einreichungen und haben 6 Exponate oder 6 Spiele ausgewählt. Und übermorgen, also am Samstag, ist die Verleihung des Creative Gaming Awards. Und da sind wir schon sehr gespannt, welches Spiel oder welche beiden Spiele denn gewinnen.